Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3. Ja, bevor wir hier weitermachen, ein gerade mal aktuelles Thema, was jetzt so aktuell ist in der Zeit. Es ist zwar jetzt schon ein paar Tage alt, wenn diese Folge rauskam, aber ich möchte euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, bei der Abstimmung sind Artikel 11 und 13 durchgegangen. Das heißt, der Upload-Filter will kommen. Was das jetzt genau auch für mich zu bedeuten hat, hier mit meinem Hobby und alles drum und dran, mit dem Let's Play und alles drum und dran, das weiß ich jetzt auch noch nicht, inwieweit das jetzt das Ganze betrifft. Ich hoffe natürlich, dass es weitergehen kann, weil ich will es eigentlich tatsächlich auch nicht mehr aufgeben. Wenn es so kommen wird, dann muss man halt irgendwie akzeptieren. Ich hoffe, wie gesagt, dass es alles halb so schlimm ist, wie es letztendlich jetzt wie es jetzt ist, dass wir weitermachen können mit unserer Zockerei und alles drum und dran. Also klar, spielen, kein Problem, aber dann ist es halt blöd, wenn man hochladen lädt und hochladen will. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass alles irgendwie noch halbwegs gut wird und ja. Gut, wir legen los mit Uncharted, mit dem Teil. Wir sind hier zuletzt gelandet, wo unser Nate nach einem, ja, Schiffsuntergang, den wir ja in der letzten Folge noch mitbekommen haben, an Land gespült wurde. Los geht's. Denk nicht mal dran. Vergiss es, Kollege. Moin, moin. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully. Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Ich weiß schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Nee. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Wird es das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß.
sind da. Okay, nimm. Mann, hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. So. Kapitel Nummer 16, nur eine Chance. Hier drüben. Ja, danke. Vielleicht geht's durch das Gebäude. Gute Idee. Heb mal mit. Du kannst versuchen. Okay, da runter. Hast du es? Ja. Okay, und jetzt runter. So, gucke ich gerade mal hier durch, ob wir nicht jetzt vielleicht irgendwie ein Schätzchen gefunden haben. Außer sie. Jetzt, das geht nicht so gut. Das heißt, ich würde mal spontan tippen, dass wir hier oben weiter müssen. Zack. Anscheinend geht's auf der anderen Seite raus. So, dann gehen wir hier hoch. Ei, Mist. Bist du okay? Ja. Ja, fantastisch. Vielleicht können wir durchs Fenster raus. Wissen Sie? Achso. Was ist ein Fenster? Ja, komm. Ja, Räuberleiter. Scheint nicht, warte mal. Ich probiere mal gerade was. Wenn wir den Gang rausnehmen, können wir es bewegen. So, ich schiebe, du lenkst. Gut. Na, komm. Ah, so willst du es machen. Na komm. Nein, ich muss mich mal kurz die Kamera drehen. Mach sofort weiter. So, jetzt. Bin doch schon dran. Hast du meinen Schlüssel hingeguckt? Schieb weiter. Okay, du hältst es und ich steig aufs Dach. Gut. Los, los, es rollt weg. Ich kann es nicht mehr halten. Ich tue mein Bestes gerade. Nein. Wieso nimmt er einfach die Handbremse nicht? Jawohl. Aua. Die schöne Finger eingeklemmt, ja. So, aber es geht ja hier weiter bei Uncharted. Oh. Nate hat schon andere Schmerzen zu spielen bekommen als ein paar eingeklemmte Finger aus dem Fenster. So. So. Ich dachte, der wäre schon unten am Boden. Ist er nicht. So. Müssen wir mal einen Moment leise sein. Nicht, dass da hier... Frage. Okay, das ist natürlich nicht. Aber ich versuche... So, aufs Dach zu kommen. Moment. Was? Ach, da hinten ist das Ding, das Flugzeug. Da müssen wir jetzt also hin, oder was? So. Das ist welche Schießübung. Moment, ich muss dich gerade nur.
Ach, Elena hat. Ich nehme lieber die Karl, die hat. Die hat mir mehr Nutzen bisher gebracht. So. Danke. Scheiße. Der hat bestimmt gesehen. Kopfschuss-Experte. Ja, du? So. Wunderbar. Gleiches Spiel? Ja, das könnte nochmal klappen. Und ich orientiere mich, ich hole mir gerade nur die Munition hier eben schnell, bevor es hier weitergeht. So. Achso, du willst jetzt. Willst du rückwärts oder vorwärts? Okay, du willst da rückwärts. Es rollt weg! Es rollt weg! Das ist nicht gut. Das ist mir nicht gut. Ja. Scheiße. So, der erste ist tot. Oh, der eine, warte mal. Dann nehme ich den eben kurz. So, dann nehmen wir den mal kurz im raus. Gut, dann haben wir den erledigt. Ich nehme die Munition, die Granate hier mit. Gott sei Dank. So, was müssen wir hier rüber oder was? Ja, ich glaube, durch die Stacheldraht kann man das knicken, fast darüber zu kommen, oder? Ja. Und an den Generator möchte ich nicht unbedingt dran springen oder was das auch immer da ist. Warte mal. Nee. Oder gehen wir da jetzt durch? Warte mal. Hier hoch. So. Ich pflück. Verdammt, wie viele sind das denn? Zu viele. Ja, wie viele haben wir denn überhaupt wirklich? Step by step, schön vorsichtig. Weil ich sehe spontan zwei. Der checkt das doch gar nicht. Okay. Der hat nicht gecheckt, dass ich gerade da an ihm vorbeigesprungen bin. Ich orientiere mich gerade nur. Ich will den einen da hinten noch snacken. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen konzentrieren. Sorry, liebe Leute. Verdammt. Wir wurden entdeckt. Ja, das war's mit dem Überraschungseffekt. Wir müssen die Kerle schnell ausschalten. Ja, halt den war. Kopf unten. So. So. Ja. Gib auf die Mütze, Kollege. Hoppa. Schon wieder so. Warte mal. Oh, das ist Elena. Ich muss den erstmal. So, der Kollege war eben weg.
Oh, das ist aber nett, dass ihr mir die Waffe zuwerft. Dankeschön. Nicht immer noch zwei Leute? Oder haben sie sich das gerade falsch? Ah, da oben, okay. Nein, 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 nein. Ich will da. Oh, Elena, schreck mich nicht immer so. Ich hau dir sonst auf die Mütze aus Versehen. Was ist hier denn? Du bist erledigt. So, der ist auch erledigt. Das heißt, der da noch. Kuckuck. Und dein Kollege nimmt direkt mit. Kuckuck. Oh, scheiße. Der hat mir schön einen mitgegeben, der Pisser. Scheiße. So. Wenn sie nicht unbedingt. Oi, oi, oi. Wenn sie nicht unbedingt zu mir laufen würde, sondern. Ich muss natürlich den Scharfschütze da oben wegschießen. Ja, da war ich jetzt abgelenkt, da muss ich nämlich jetzt. Hör mal. Hör mal, du gehst mir auch wieder auf den Piss. Hier weg mit dir, Arschloch. Also, sagen wir es mal so, dieses Spiel ist gerade extrem schießlastig. Den habe ich gesehen, dass du da hochgegangen bist, Kollege. Ich da. Ich komme nicht da ganz hoch, ne? Immer. Verdammt, du Arsch. So, du bist tot. Meine Fresse. Puh. Okay, folge mir. Gut. Aber da wir schon wieder in der nächsten Folge sind, in der Folgeende sind, sehen wir uns dann hoffentlich wieder bei Uncharted 4 auch in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.